Wir haben in der ersten Halbzeit gute Umschaltmöglichkeiten gehabt, gute Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte. Haben dann viel zu wenig draus gemacht, auch keine klaren Torchancen rausgespielt. Und sind dann halt, schaffen es aber dann auch nicht, in so Spielen wenigstens zu Null zu spielen. Und das bricht uns dann halt das Genick gestern und ist extrem enttäuschend. Wir haben uns viel vorgenommen, wollten den Schwung mitnehmen. Ich glaube, das haben wir auch die ersten 45 Minuten. Es war sehr, sehr intensiv, haben uns aber da voll in die Zweikämpfe reingehauen und auch gute Balleroberungen gehabt. Aber haben es dann nicht geschafft, durch die Balleroberungen uns bessere und noch hundertprozentigere Torchancen rauszuspielen. Da hätten wir ganz klar erste Halbzeit, hätten wir da unser Tor machen müssen. So Situationen, gerade auch wie beim zweiten Gegentor, dass wir das einfach erkennen, dass es gefährlich werden kann und dann vielleicht frühzeitig einen Foul machen können. Dass wir einfach so Situationen nicht entstehen lassen. Einfach ein bisschen cleverer werden und wie gesagt, vorne müssen wir einfach dann noch zielstrebiger zum Tor, weil wir haben uns dann oft so ein bisschen verdattelt vorne, nochmal quer und zu selten dann zielstrebig den Abschluss gesucht. Und ich glaube, wenn wir diese Komponenten vereinen und wie du angesprochen hast, die Mentalität und den Kampfgeist auf den Platz legen, dann bin ich mir sicher, dass wir da wieder bestehen können. Die Aggressivität, die Intensität in den Zweikämpfen, auch die Laufbereitschaft, denke ich, hat wieder gestimmt. Wir haben uns alle reingeschmissen. Aber ganz klar müssen wir uns mit Ball offensiv verbessern. Wir müssen genauer werden. Die Qualität im Passspiel muss besser werden, um einfach uns die Chancen rauszuspielen, die wir uns ja, durch diese ganze Arbeit auch irgendwie ja, dann herausspielen müssen.